sie ist schön. Sie war schön. Tut mir leid. Kein Problem. Ich kann nur mit der Wahrheit fertig werden, wenn ich mich hier stelle. Nehmen Sie doch Platz. Sie sehen ganz schön müde aus. Aber immerhin frisch geduscht und rasiert. Nein, Sie haben recht, ich bin müde. Manchmal starre ich ins Leere und weiß gar nicht, wie lange. Sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, ist ganz schön anstrengend, ne? Naja, ich habe sie immerhin bis Mexiko und wieder zurückgeschafft. Ach ja, Sie haben Ihre Frau da beerdigt. Naja, nicht beerdigt. Ich habe ihre Asche in den Wind gestreut und der Wind hat Sophia mit aufs Meer genommen. Ich weiß überhaupt nichts über Mexiko. Doch, ich weiß, dass der Rio Grande der längste Fluss ist, aber ansonsten. In Mexiko heißt der Rio Bravo del Norte, 1000 Kilometer lang. Warum Mexiko? Ihre Frau da kommt ja noch den Uso Machinta. Warum Mexiko? Weil Sophia und ich dort am glücklichsten waren. Ich fand es richtig, meine Liebe da zurückzugeben, wo ich sie bekommen habe. Zurückzugeben? Liebe zurückgeben, das klingt aber ein bisschen seltsam. Naja, Liebe bekommt man ja immer nur auf Zeit. Das stimmt. Entschuldigung, ich wollte es jetzt nicht traurig machen, Laura. Was kann ich Ihnen bestellen? Sie haben mich nicht traurig gemacht. Ich habe nur gerade begriffen, dass Sie recht haben. Man muss sich mit der Wahrheit auseinandersetzen. Deshalb, ich nehme jetzt mal eine heiße Schokolade. Ich hatte mal eine Ausstellung mit einem chinesischen Künstler. Der hat seine Bilder nach Tangram-Motiven komponiert. Ja. Vermisst du eigentlich die Kunstszene? Kunst, ja. Szene, nein. Dr. Löwenstein meint, es würde mir gut tun, diese Denkspiele, aber ich zerbreche mir nur den Kopf dabei. Das älteste erhaltene Tangram-Buch stammt aus der Zeit des Qing-Kaisers Jiajing. Was ist das? Wahrscheinlich Kalzit oder sonst eben ein kristallines Kalkgestein. 10 Millionen Jahre alt. Was machen deine Kopfschmerzen? Sind besser. Ich war in der frischen Luft. Und natürlich das hier. Ah, jetzt, guck. Jetzt hab ich's. So. Ob das auch gegen meine Kopfschmerzen hilft? Hast du schon wieder Ärger? Ach. Diese Natalie Hoffmann, die dein Vater unermüdlich protegiert. Vater will nur das Beste für das Hotel. Er will sich durch den Hintereingang Einfluss zurückerobern, Alexander. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Er muss endlich aufhören, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen, Alexander. Katharina, ich weiß, wie sehr du für das Hotel schuftest. Du bist einfach nicht zu ersetzen. Hör mal, es ist wirklich großartig, was du alles leistest. Aber? Du kannst nicht mehr, hm? Sagt wer? Sagt dein Vater? Du verlangst zu viel von dir. Ich mach das gerne, Alexander. Ich mach das für dich. Du hast genug für mich getan. Soll das jetzt werden? Wenn du ehrlich bist mit dir selber, dann musst du dir eingestehen, dass du am Ende deiner Kraft bist, Katharina. Ich halte es für das Beste, wenn sich Vater erstmal um das Hotel kümmert. Vorübergehend. Das will ich aber nicht. Wir brauchen jetzt beide eine Pause, ja? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich hier noch halten sollte. Sie wollen nach Mexiko zurück? Gibt's denn gar nichts, was Sie hier... Na ja, allenfalls die Berge. Sophia hat die Berge geliebt. Und das Meer. Und Eiscreme. Naja, sie sind in Langarone geboren. Traditionelle Eismacher-Gegend. Ja, ja, ich weiß. Beste Maroneneis der Welt. Wir waren mal in Belluno, da kann man vom Glockenturm des Doms aus die Dolomiten sehen. Das ist ganz komisch. Ich habe wirklich das Gefühl, als würde ich Sophia schon ewig kennen. Die Dessertköchin und die Eismacherin. Ja, das liegt nah beieinander. Erzählen Sie mir mal noch ein bisschen was von Mexiko. Oh, Meer, Berge. Es gibt sogar Vulkane dort. Der Popocatépetl ist sogar 2000 das letzte Mal ausgebrochen. Und warum sind Sie zurückgekommen? Um Sophias Nachlass zu regeln. Sie hat mir Geld vererbt.
Ich bin ein reicher Mann. Hat das Ihnen geschmeckt? Ja, super. Dankeschön. Danke. Drüben gibt es einen Feiertag. El Día de los Muertos. Totengedenktag. Sie schmücken die Gräber mit Kerzen und Blumen und feiern die ganze Nacht. Und wenn hier alles erledigt ist, dann geht's zurück. Mal sehen. Was sind Ihre Pläne? Ich meine, das hier Nobelhotel, reiche Gäste, Eitelkeiten. Haben Sie nicht mal Angst, das echte Leben zu verpassen? Also das ist ja, das ist meine Arbeit. Ich habe hier meine Freunde und außerdem bin ich gerade dabei, meine Familie zu finden. Wer weiß, vielleicht finde ich dabei ja sogar mich selbst. Sich selbst finden, ist ein gutes Ziel. Und wie lange wollen Sie noch im Fürstenhof bleiben? Das hängt davon ab, wie schnell ich Sophias Nachlass regeln kann. Ich sollte das nicht tragen, wenn wir über Sophia reden. Nein, es ist nur, ich will nicht ständig über mich reden. Wie geht's Ihrem Bruder? Besser. Viel besser. Er geht schon wieder spazieren, er war sogar schon wieder wandern. Also, Sie hatten solche Angst um ihn. Und waren immer für ihn da. Ich bin so glücklich, dass er zu uns zurückgekommen ist. Er ist zu Ihnen zurückgekommen, Laura. Sie waren seine Verbindung zum Leben. Und Sophia ist tot. Was zählt ihm die Lebenden? Er hat ein bisschen Probleme mit seinen Wahrnehmungen. Halluzinationen, Aussetzer und sowas. Nachwirkung des Komas. Ja. Er ist die Angst, dass er nicht wieder aufwacht. Und jetzt machen wir uns Sorgen, dass er nicht wieder ganz gesund wird. Er hat seine eigene Familie nicht erkannt. Ah. Ich sag Ihnen, das war so. Er ist auf seinen eigenen Bruder losgegangen und Katharina, also seine Frau. Nein, das ist überhaupt nicht zum Lachen. Das ist ein gutes Zeichen, dass Sie da haben. Dann hat die Hoffnung über die Angst gesiegt. Das mache ich. Danke sehr. Katharina? Robert schwärmt in den höchsten Tönen von unserem neuen Teelieferanten. Ja. Mmh, riecht nach Sommer. Da ist Hibiskus drin und Hagebutten. Irgendwas mit Holunder. Gut. Ich habe was für dich. Hoffentlich passen sie dir. Wie angegossen. Und so weich. Wirklich schön. Tja, genau wie die Frau, die sie trägt. Du hast ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil ich dir Handschuhe schenke. Weil du willst, dass dein Vater die Geschäftsführung wieder übernimmt. Oh, Katharina, das will ich doch nur, damit du endlich wieder mal ein bisschen Zeit für dich hast. Und ein bisschen Zeit für mich. Hey, seien wir doch mal ehrlich. Seit unserer Hochzeit, außer in Paris, hatten wir eigentlich nur Stress. Ja, und dann falle ich noch ins Koma. Du traust mir die Geschäftsführung einfach nicht zu. Das ist es. Katharina, darum geht es doch nicht. Weißt du eigentlich, wie sehr ich gekämpft habe, um das zu schaffen? Jetzt gibst sogar du mir das Gefühl, dass ich unfähig bin, mein eigener Mann. Katharina, ich halte dich nicht für unfähig. Das ist nur verdammt viel Arbeit. Bald bin ich wieder auf dem Damm und dann übernehme ich. Es ist kaum erwarten, mich abzulösen. Hey, du verrennst dich dann was, wirklich. Bis es soweit ist, da soll Werner wohl das Schlimmste verhindern, oder? Nein, ja, Werner soll übernehmen. Aber das geht nicht gegen dich. Vater hat das Hotel 30 Jahre lang geleitet. Warum gibst du mir keine Chance? Wenn du mir helfen willst, dann versuch für mich da zu sein und nicht für das Hotel. Du vertraust deinem Vater mehr als mir. Weißt du, von dir hätte ich mir wenigstens erwartet, dass du dich auf meine Seite stellst. Glaubst du wirklich an ein paar warme Worte und ein paar Handschuhe und ich gebe klein bei? Nein. Ich habe geglaubt, dass wir zusammen eine vernünftige Lösung finden. Das habe ich geglaubt. Wenn diese Lösung Werner Saalfeld heißt, dann werde ich meine Mutter informieren, bevor das Ruder wieder an sich reißt. Lass Inge aus dem Spiel. Du kennst ihre Position. Meine Mutter besitzt die meisten Anteile an dieser Gruppe. Ihr Wort zählt und sie wird Werner nie akzeptieren. Das kannst du nicht wollen, Katharina. Das ist nicht gut für das Hotel, nicht für unsere Familie und nicht für unsere Ehe. Sag deinem Vater, er ist und bleibt ein König ohne Thron.
Danke, Laura. Wofür denn? Sie sind der einzige Mensch, mit dem ich seit langem geweint und gelacht habe. Das klingt jetzt schon wieder schwer nach Abschied. Es hat mir gut getan, mit Ihnen zu reden. Aber ich kämpfe noch mit der Vergangenheit. Ja, das wird wohl auch noch eine Weile dauern. Ich bin froh, dass Sie Sophias Medaillon tragen. Fahren, wo er will. Er wird nirgendwo auf der Welt so glücklich sein, wie er es mit Sophia war. Man kann mit den Toten reden. Ich rede ja auch mit Papa. Trotzdem, man bleibt allein. Wenn Alexander gestorben wäre, vielleicht wäre ich auch ans andere Ende der Welt geflohen. Aber er lebt. Jetzt werde ich lernen, ihn als Schwester zu lieben. Und im Gegensatz zu Christian weiß ich genau, wohin ich gehöre. Nämlich dahin, wo Alexander ist. Hallo, Laura? Thomas. Wie kommst denn du hier rein? Ganz normal. Durch die Tür. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was der Mist soll? Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Na, guck mal, was ich noch gefunden habe. Dann kann die Party ja losgehen. Da bist du ja endlich. Sag mal, kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Siehst du doch, wir haben Besuch. Ich habe aber keine Lust auf Besuch. Und schon gar nicht auf so eine Horrornummer hier. Tut mir leid, ich wollte dich wirklich nicht erschrecken. Was ist denn los mit dir? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Hey, entspann dich, ein Gläschen Wein und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Hm? Ja, ich gehe dann mal den Wein holen. Ich glaube, du kannst ihn also nicht einfach rausschmeißen. Musst du sehen, wie ich das kann. Ist Rot okay? Ich möchte bitte, dass du jetzt gehst. Aber es wird zuerst richtig gemütlich. Kannst du bitte gehen? Ist ja gut. Bin schon weg. Tschüss. Ich möchte, dass du mich in Zukunft in Ruhe lässt. Du bist wirklich wieder ganz gesund, Mutter. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Oh Gott, ich wusste es. Heute Morgen bin ich... Bist du mit einem Lächeln aufgewacht? Ich wusste, dass das ein gutes Zeichen war. Dieser Albtraum, endlich ein Ende. Naja, ich wäre natürlich noch medizinisch betreut, aber die Ärzte sagen, es ist reine Routine. Danke, dass du den Kampf gegen den Krebs noch mal aufgenommen hast, Mama. Danke. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Und euch auch nicht. Diese Sache mit diesem Quacksalber Matisiak, das war wirklich gefährlich. Aber dann habe ich doch die Chemo aufgenommen. Und das konnte ich nur, weil ihr beide mir so viel Kraft gegeben habt. Diese Unterstützung habe ich nicht von allen bekommen. Bitte. Danke. Auf dein neues Leben. Auf dich, Mutter. Auf Mutter, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Tja, schaut uns an. Ihr Saalfels haben verdammt viel Glück gehabt in letzter Zeit. Erst ich und jetzt du. Wir sollten dankbar sein. Ich denke, wir sollten die Vergangenheit ruhen lassen. Hast du recht. Wenn einem das Leben zum zweiten Mal geschenkt wird, sieht man manches gelassener.